Seit fast 2 Jahren läuft dieses Windrad an meiner Solarinselanlage. Im Gegensatz zu Solar läuft das Windrad auch nachts und lädt so den Speicherakku nach. Bisher gab es keine Probleme, selbst bei Starkwind in Stärke 9 bis 10. Der Stahlmast ist 4 Meter lang und die beim Windrad beiliegende Haltemanschette wurde aufgeschweißt. Oft wurde ich gefragt, lohnt sich das denn? Meine Antwort ist heute ja, lohnt sich. Eine Inselanlage soll unabhängig sein und möglichst auch in einer Dunkelflaute, wie oft im November, immer noch Strom liefern. Da ist das Windrad eine gute Ergänzung. Die Stromausbeute ist natürlich nicht so groß, aber reicht aus, um alle Akkus von 2 Fahrrädern, Handys und Computern zu laden. In der gesamten Lebensdauer meiner Anlage sind es immerhin 125 Kilowattstunden. Am Anfang hatte ich den Mast direkt mit 2 Masthaltern an der Hauswand befestigt. Das hielt bis zum ersten Orkan. Da rissen die Dübel des oberen Mastbox raus, so stark war doch der Winddruck. Die neue Befestigung mit Mastfuß und einer Wandhalterung hat sich bewährt. Der Körperschallübergang ins Haus ist jetzt gering und die Höhe über Dach ausreichend. Hier im Binnenland ist der Wind meist böig und schwankt sehr stark, von 0 bis 10 Ampere. Aber der Akku speichert ja alles ab. Wobei zu bedenken ist, dass der Akku ja erst ab 12 Volt aufwärts lädt. Das heißt, bei 3 Windstärken dreht das Rad, ohne dass geladen wird. Ideal sind 6 bis 7 Windstärken, die wir hier in Schleswig-Holstein doch recht oft haben. Bei Starkwind über 10 Ampere schaltet das Ladegerät die Ladung ab und schließt die Leitung vom Windrad kurz. Damit bremst das Windrad. Die Stromlieferung hört auf und das Ladegerät schaltet den Kurzschluss wieder ab. Das führt zu einem Wechsel von Einschalten und Ausschalten, der nicht gut ist. Deshalb ist ein 3-poliger Schalter hier eingebaut, bei dem bei Starkwind die 3 Adern vom Windrad kurz geschlossen werden. Das Windrad hört auch bei Orkanböen sofort auf und dreht ganz langsam ohne Probleme. Auch für den Urlaub nutze ich den Schalter. Das Fazit bisher: Die Inselanlage lohnt sich allemal. Man glaubt nicht, wie viel über die Solar- und Windstrom-Steckdosenleiste geladen wird. Die Effektivität hängt eigentlich nur noch vom Akku ab. Hier ist es aus Kostengründen ein Bleiakku mit 150 Amperestunden. Und bei einem Stromausfall liefert mir die Inselanlage genug Strom zur Beleuchtung und Handyladung. Der Strom aus dem Windrad wird parallel zum Solarstrom in den Akku eingespeist. Die Akkuspannung von 12 Volt wandelt der Inverter auf 230 Volt Wechselspannung. An dieser Steckdosenleiste steht sie zur Verfügung. Die Lampe brennt mit Wind- oder Solarstrom. Als Dauergast ist auch mein Keyboard angeschlossen. Musik von Wind und Sonne